Jill. Jill. Are you all right? Chris. I'm so sorry. It's okay. You're Sheva, right? Yes. I couldn't control my actions. God, I was still aware. Oh, forgive me. It's all right. Thank you. Listen, I'm gonna be all right. You do need to stop him. We can't just leave you here. You have to. This is your only chance. If Wesker succeeds, Ouroboros will be spread across the globe. Millions will die. Yeah, but... I'm all right. You need to stop him. Chris, you're the only one who can. Before it's too late. Don't you trust your partner? Take care of him. You're our only hope to survive this. Can you hear me? Are you all right? Are you all right? Chris? Good. You are awake. Wait a minute. You are Jill Valentine. How? Who are you? Captain Josh Stone, BSAA West Africa Branch. I've got to say, I never thought that I would get the chance to meet you. Thanks. So what are you doing here? I'm looking for my comrade Sheva and Chris. Have you seen them? Yeah, they both went after Wesker. He's on some tanker. I saw one anchored offshore. Do you know where they are headed? Yeah, but it's already left. It's too late to get to it now. It's never too late. I got a helicopter waiting, and I'm going after Sheva. You got room for one more? There's always room for a beautiful lady. I bet you say that to all the girls. Just the pretty ones. Come on, let's go. Und damit ein herzliches Hallöchen zu Resident Evil 5, zum nächsten DLC. Ich habe den Namen vergessen. Verzweifelte Flucht oder so. Ich bin eine Frau, 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 Frau. Das einzig Blöde ist, sie hat eigentlich in dem Anzug voll den geilen Arsch, aber ich kann den nicht sehen. Hier, Chris, für deine Zuschauer. Boah, mega, mega. Wirklich. Mann. Nice. Guck mal halt dann deinen Hintern an. Ja, okay, der ist nicht ansatzweise so schön, aber okay. Übrigens, kleiner Fun-Fact, in Resident Evil... Oh! In Resident Evil 5 war es eigentlich ursprünglich damals geplant, dass man tatsächlich Chris und Jill wieder vereint spielt. Aufgrund gewisser rassistischer Dinge, weil Resident Evil 5 unbedingt in Afrika spielen sollte und man so viele
schwarz pigmentierte Menschen hier erschießt, oder Zombies besser gesagt, hat man sich dazu entschieden, Jill Valentine gegen Sheva auszutauschen, damit man auch eine schwarz pigmentierte Frau im Spiel spielt. Das würde ich nur mal so als kleinen Funfact eben anbringen. Da hinten ist ein rotes Kraut. Haben wir eigentlich vier Munition? Oh Gott! Direkt bei uns ist einer aufgetaucht, ne? Rübergesprungen. Also ich habe 187 Schuss. Also dieses DLC ist natürlich nicht ganz so unheimlich. Mhm, ich komme von da hinten. Interessant. Punkte gibt's ja wieder. Da ist so ein komisches Vieh. Du hast es auch entdeckt, sehe ich gerade. Wollte da gerade hier einer direkt von meiner Nase hochspringen oder oh, so? Oh, Alter! Verpiss dich. Da ist einer erzürnt. Den hätten wir hier zu diesem schönen roten Fass locken können. Das ist nicht so schlimm. Aber den kann man da schön hinlocken. Mach ich grad. Ja, aber der bewegt sich nicht mehr weiter. Warum nicht? Was ist mit dem falsch, ey? Was ist nur falsch mit dir, Junge? Frag mich nicht. Frage mich das auch, das... Okay. Ich habe eine Waffe gefunden. Lass mich mal eben durch, vielen Dank. Okay. Oh, er macht wieder was. So, was haben wir hier noch? Oh, ich war ein bisschen zu nah dran. Aber hey, ich habe einen Schlüssel gefunden. Huch. So. Ich wollte mir eigentlich nur die ganze Zeit dieses rote Kraut nehmen. Darf ich... Au! Darf ich mal? Danke. Darf ich mal? Danke. Darf ich mal hier durch? Schlüssel benutzen. Ich weiß nicht, ob in dem Gebiet noch irgendwas ist, aber ich glaube es fast nicht. Hier ist noch eine Tür, wo ich rein, also ein Raum. Ach so, nee, das hast du ja schon leer geräumt hier, okay? Jo. Hier oben? Was ist das? Alter, ich flipp aus. Das hast du auch schon leer geräumt, sage mal. So, der ist weg. Der ist weg. Ich habe alles da schon leer geräumt. Ja, ich hab's gemerkt. Wo bist du denn? Hier muss ich dir Sprunghöfe geben. Okay. Du musst hier zu mir kommen. Einmal durch die Tür hier. Aber bevor du hochgehst, ich habe noch was für dich. Okay. Und jetzt ab hier Sprunghöfe. Wieder so leichtfüßig. Oh nee, der holt doch, ruft doch 100 pro andere Leute herbei. Ja, und ich bin hier unten. Verpiss dich. Oh nein. Auf jeden Fall tot. Du bist so ruhig, Chris. Ja, ja, ich bin hier gerade ein bisschen beschäftigt. Oh. Also ich weiß, du musst die Tür hier öffnen. Oh, lass zur Zeit. Okay. Oh. Ah, muss ich den Typen vielleicht töten, damit er keine weiteren mehr ruft? Ja, würde ich sagen. Der wurde so dezent gezeigt. Dass ich behaupten würde. Hey, ich sehe ihn nicht mehr. Okay. Ach, da ist er. Also die Tür habe ich auf jeden Fall geöffnet. Wo kommt ihr denn auf einmal her?
Ah. Schön, da steckten zwei in der Tür fest und die haben so Granaten. Also hier nicht Granaten, aber wie eine Dynamit hochgehalten. Okay, den habe ich noch gekillt. Oh. Die hätten wir ja fast übersehen, ja. Wo bist du? Ich habe das Gefühl, ich verpasse die ganze Action. Nee, alles gut. Ich bin komplett am Anfang, also da, wo wir angefangen haben. Oh, ich dachte, das ist ein Gegner und dachte, oh Gott, da kommt aber einer sehr schnell. Ich bin's doch nur, bleib doch ganz entspannt. Oh, nee. Alles easy. Wir können ja weiter. Easy going. Oh. Ist ja mal gut, wenn da Dynamit-Leute sind, ne? Jo. Autsch, der hat ja voll zerflattert. Mhm. Das ist ja jetzt schon ein bisschen spaßig gewesen. Hier muss ich dir Sprunghilfe geben. Okay, hier ist noch jo. Munition, hast du gesehen? Ich würde dir erstmal Sprunghilfe geben, weil da oben sind, glaube ich, nur Kisten, die du nutzen kannst. Okay. Denke ich. Vielleicht ist auch noch irgendwas anderes. Granaten. Pistolenmunition, die gebe ich dir gleich. Und ein Fettsack ist da noch. Ja. Oh, da kommen ja welche die Leiter hoch. Was, echt? Ja, da kamen eben gerade welche Leiter hoch. Ja, ich guck mal hier entlang. Oh, ich hab den. Bisschen. Oh, da ist ja ein Dicker. Ja, habe ich doch gesagt. Oh na, schönen Handkantenschlag hier. Oh, Brandgranate. Oh. Und eine Blendgranate. Oh, da hat jemand Pfeil geschossen. Oh. Ja, klar, natürlich. Oha, das ist ja ein richtiger Leckerbissen. Oh, der kommt ja von hinten. Oh, nein, ja? Bitte nicht. Oh. Hab ich gerade auch gesehen. Ich muss ja weg. Oh, der er verfolgt ist auch mich. Kaputt. Autsch. Der ist auch kaputt. Hilfe. Ich habe keine Muni mehr. Bin voll am Arsch. Okay. Oh, der lässt dich locker, die Sau. Wow. Nein, warum? Warum? Ah, Hilfe. Ah. Und vor allem kommen da immer wieder neue. Mann. Bei mir ist nicht so, wie es sein soll. Von der Einstellung her. Ich habe mein Inventar nicht sortiert. Ich komm nicht hoch zu dir. Du kommst nicht runter. Nee, ja, nee, die standen mir im Weg. Ach, oh Mann, verdammt. Ich muss vorher mein Inventar sortieren. Ich wusste nicht, wo ich meine Waffe hingelegt habe. Mann, Mist. Ich hasse das. Okay. Okay, also nochmal von hier. Achso, du sortierst ja erstmal deine Ding. Ja. So, nachgeladen, sortiert, alles gut. So, da musst du. Oh, du hast ja schon Besuch. Echt? Ja. Hä? Bei mir steht ja keiner. Die greifen dich aber an. Bei mir steht ja keiner. Lol. Bei mir ist ja alles clear. Kein Typ da. Schön. Kein Mensch ist hier gerade. Also es sind ein paar, die hier eigentlich die ganze Zeit sind. Bei mir ist da gar keiner. Oh. Okay. Gebe ich dir dann. Jetzt kommt jetzt der Kettensee, den sehe ich jetzt, glaube ich, auch. Warte ab und auf einmal merkst du, dass da ganz viele Gegner sind. Oh
Boah, ey, ich hab ja voll daneben geschossen. Es sind zwei Kettensägentypen. Hä? Ja! Wieso? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil sich das so überkreuzt. Ich hab das Gefühl, bei mir hat sich das nicht zurückgeladen. Der eine läuft da im Kreis herum. Ey, hier ist ja noch einer. Ja. Ich will nicht. Kommst du nach hier? Ne, du kommst hier nicht runter, oder? Doch. Aber ich will nicht runter. Ja, danke. Nett wie immer. Das hat... Der eine ist tot, oder? Kann sein. Der andere jo. Auch. Und da hinten läuft immer noch einer im Kreis. Was für ein Kettensägen-Typen? Nein, ganz normaler. Hä, bei mir sind ja überhaupt keine normalen. Oh, ist auch noch ein Dicker, der steht hier auch einfach. Oh, was soll's. Benutzt den Schlüssel hier. Notausgang ist offen, wir können. Oh, hier läuft eine die ganze Zeit im Kreis. Das sieht man bei mir alles nicht. Der eine Dicke, der ist einfach in der Bewegung stehen geblieben. Genial. Das sieht man bei mir nicht. Oh, herrlich. Naja, ich will auch nicht böse sein. Hier ist sein. Auch noch so einer. Ich Muni gespart. Hast du hier eigentlich mal in die Dings reingeguckt? Ah, ja, hast da habe ich. Achso, siehst du, da wollte ich ja die. Da wollte ich dir die Waffe noch geben. Hier ist auch noch einer, der schießt auf dich mit Pfeil und Dingsabumster. Oh, da oben kommt jetzt noch ein Kettensägen-Typ. Lass uns verschwinden. Gute Idee.